Die New York Times zitiert amerikanische und israelische Quellen, die sagen, dass die militärische Gaza-Offensive ein Test war für eine militärische Konfrontation mit dem Iran. Israel droht immer wieder dem Iran. Der amerikanische Präsident Barack Obama hat wiederholt erklärt, dass im Fall Irans alle Optionen auf dem Tisch seien, während die Sanktionen die Wirtschaft im Iran weiter strangulieren und letztlich Präsident Mahmoud Ahmadinejad stärken. Es gibt zurzeit keine Hinweise, dass der Iran Einrichtungen besitzt, nukleare Waffen herstellen zu können. Was ist Ihre Einschätzung der amerikanisch-israelischen Iran-Politik, unterstützt von europäischen Staaten? Und wie wahrscheinlich ist eine militärische Eskalation? When you look at this problem, the only sensible peaceful policy. Wenn man sich das Problem betrachtet, wäre die einzige sinnvolle friedliche Lösung für die Region, die einzige sinnvolle Alternative zur derzeitigen Eskalation, ein atomwaffenfreier Nahe Osten. Und dafür kämpfen eine Menge Menschen und es handelt sich um die offizielle Position der arabischen Staaten, die einen atomwaffenfreien Nahen Osten fordern. Es gibt dazu auch eine UN-Resolution. And Pugwash, and then you have a Helsinki conference about that and all that. But who is rejecting that? Not Iran, because as you just said, the Iranians keep saying we are not building a nuclear bomb. We do not even want to build one because we believe this is a non-Muslim weapon. Natürlich, die Konferenz von Helsinki hatte das zum Gegenstand. Aber wer hat sich dagegen gewehrt? Nicht der Iran, denn sie haben darauf hingewiesen, sagen die Iraner ja, wir wollen keine Atombombe bauen. Sie ist keine muslimische Waffe, wie Khamenei und sogar Ahmadinejad gesagt haben. Sie tötet wahllos und das erlaubt uns unsere Religion nicht. Sie haben solche Aussagen gemacht. Und außerdem hat der Iran den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet. Israel nicht. Jeder weiß, dass Israel eine Atommacht ist. Jeder weiß, dass Israel mindestens 200 Sprengköpfe hat. Es ist eine bedeutende Atommacht, nicht einmal eine kleine. Wenn die USA also dem Iran mit Krieg drohen, wird Israel de facto ein nukleares Monopol in der Region zugestanden. Und das ist die beste Art, eine friedliche Lösung zu verhindern. Die USA könnten auch eine andere Politik verfolgen, nämlich Druck auf Israel ausüben, atomar abzurüsten, ein Abkommen auszuhandeln, das der Iran mit Sicherheit annehmen würde, wie alle anderen Staaten in der Region, die einen atomwaffenfreien Nahen Osten wollen. Washington ist die einzige Macht, die in der Lage wäre, Israel dazu zu bewegen. Aus zwei Gründen. Zum einen, weil Israel in großem Maße von den USA abhängig ist. Zum anderen, weil die USA in der Lage sind, Israels Sicherheit zu garantieren. Und Israel weiß, dass es diese Garantie de facto schon von den USA hat. Es gibt also keinen Grund, Atomwaffen auf israelischem Boden zu stationieren. Die Abrüstung wäre eine sinnvolle Politik. Aber das ist natürlich nicht das, was Netanyahu und andere israelische Regierungen gemacht haben. Was sie tun, ist, auf der einen Seite das nukleare Monopol sicherzustellen und auf der anderen Seite Bereitschaft zu zeigen, militärisch zuzuschlagen. So it doesn't need to accumulate nuclear weapons on its soil. So this is the sensible policy to do. But this is not what, of course, Netanyahu and other Israeli governments have been doing. What they are doing is just, you know, trying to on the one hand, assert the right to a nuclear monopoly, and their willingness to strike. You know, we have already strikes in Iraq in 1981. The Israeli aviation destroyed the nuclear reactor in Iraq. Recently in Syria, because they said there is some. Solche Militärschläge gab es bereits 1981, als die israelische Luftwaffe den Atomreaktor im Irak zerstört hat. Und kürzlich in Syrien, weil es dort angeblich atomare Aktivitäten gab. Und dann gibt es die permanenten Drohungen, dasselbe im Iran zu tun. Das stellt jedes Mal eine außerordentliche Gefahr dar, denn wenn man einen Atomreaktor bombardiert, wie den 1981 im Irak, gibt es keine Garantie, dass dies nicht zu einer Katastrophe führt. Eine ähnliche Katastrophe wie vor kurzem die in Japan oder die in Tschernobyl. Wenn man also sagt, man habe vor, atomare Anlagen im Iran zu bombardieren, dann ist bereits dieser Gedanke kriminell. Es ist einfach kriminell. Es zeigt, dass es keine rationale Friedensaussicht gibt. Die einzige Rationalität ist die der Kriegstreiber, die eine Gefahr nicht nur für die Region darstellt. Ich würde sagen, für die ganze Menschheit. Denn das treibt die Gewaltspirale weiter an und führt zu einem Wettrüsten mit Massenvernichtungswaffen. Wer weiß schon, was passieren könnte.
Und es ist noch weit irrationaler aus einer Friedensperspektive für ein kleines Land wie Israel, denn wie Sie wissen, macht atomare Verstrahlung nicht an Landesgrenzen halt. Keine Armee, nicht mal die stärkste Armee der Welt, kann nukleare Verseuchung aufhalten. Israel spielt mit dem Feuer und was da passiert, ist extrem gefährlich. To do that, that it is such a small state. And as you know, a nuclear cloud does not stop at the border. And an army, even the strongest army on earth, cannot stop a nuclear cloud, if ever you have one. So this is really playing with fire, and it's extremely dangerous, what is happening. And such a nuclear-free zone would. Und solch eine atomwaffenfreie Zone würde auch neben Iran und Israel die dort stationierten US-Truppen betreffen. Die USA sind also nicht wirklich dafür. But you know, the United States doesn't need to deploy nuclear forces in the region. They don't need to do that because they have all the means, even from the United States, to strike anywhere. You know, they have intercontinental missiles. They have anything you want. So this is really not their problem. No, the issue is that I can tell you one aspect of this tension with Iran. Aber die USA müssen keine Nuklearwaffen in der Region stationieren. Sie brauchen das nicht, weil sie aus den USA weltweit zuschlagen können. Sie haben Interkontinentalraketen, sie haben alles, was man sich nur denken kann. Das ist also nicht das Problem. Man muss auch bedenken, die Spannung zwischen den USA und dem Iran sind künstlich hergestellt worden. Vor Ahmadinejad war Khatami im Amt. Khatami wurde im Westen als Moderator Reformer angesehen. Khatami verfolgte friedliche Lösungen von Problemen. Er hat wirklich den Dialog gesucht. Und als Belohnung gab es aus Washington George Bushs berühmte Rede, die Achse des Bösen. Und wer gehört zu dieser Achse? Der Irak, Nordkorea und der Iran. Und das trotz der Khatami-Regierung. Und während dieser moderaten Regierung erklärte George Bush den Iran zum Ziel. Und das ist natürlich einer der wichtigsten Gründe für den Wahlsieg Ahmadinejads 2005, der Niederlage Khatamis. Es schien, dass diese Politik nirgendwo hinführte. Die Vereinigten Staaten haben ein großes Interesse daran, die Spannung in der Region aufrechtzuerhalten. Denn das erzeugt für die ganzen Ölmonarchien am Golf eine Motivation, die Vereinigten Staaten im Land zu behalten, weil sie Angst vor dem Iran haben. Aber diese Angst rührt von den Spannungen her, die die Vereinigten Staaten bewusst anfachen. Main argument, if you want, or the main rationale for all these Gulf oil monarchies to keep the U.S. in. They need the United States because they are afraid of Iran. But they are afraid of Iran because of these tensions that the United States keeps, ventilating. And this also serves the purpose of selling weapons. Zudem dient es den Waffenhandel. Diese Regionen, diese paar Monarchien, sind die Hauptabnehmer US-amerikanischer und westlicher Waffen. Das Königreich Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar kaufen den größten Teil der weltweiten Waffenproduktion. Und wer verkauft ihnen diese Waffen? Zuallererst die Vereinigten Staaten, gefolgt von Großbritannien und Frankreich. Diese Staaten verkaufen also Waffen, und das müssen sie auch tun, um ihre Rüstungsindustrie zu subventionieren. Und diese Regierung, wegen der Krise und so weiter, können es sich nicht leisten, neue Flugzeuge zu kaufen, sie müssen ihren Militäretat kürzen und sie kompensieren das, indem sie den Ölstaaten für ihr Ölgeld Waffen verkaufen. Und ein sehr wichtiger Faktor in diesem Waffenhandel ist es, die Spannung mit dem Iran aufrechtzuerhalten. All these weapons. And one, again, major factor in creating the conditions for that is the tension with Iran. Finally, I want to talk about the Arab and North African region 1.5 years after the Arab Spring started in Tunisia. Ich möchte noch über die arabische und nordafrikanische Region fast 2 Jahre nach dem Beginn des arabischen Frühlings sprechen. In Libyen hat die Übergangsregierung die Macht an ein gewähltes Parlament übergeben, aber die Situation im Land ist chaotisch. In Syrien herrscht ein nicht enden wollender blutiger Bürgerkrieg. Die Regime in Saudi-Arabien und Bahrain sind weiter an der Macht. Wie sieht die Situation im Moment aus? Was hat die Revolution bisher erreicht und was sind die Interessen der USA und Europas in der Region? European countries in that region?
I describe what is going on in the region since since as a symbolic date, 17 December 2010, when this young man in Sidi Bouzid in Tunisia set himself on fire. What has been going on since then is what I call a long-term revolutionary process. And this is a process, a long-term process. It's not just, you know, 3 weeks or 6 months or whatever, and that's it, and that's and we have elected. Für mich ist das, was mit dem 17. Dezember 2010 begann, als sich der junge Mann Mohamed Bouazizi in Tunesien selbst anzündete, ein langfristiger revolutionärer Prozess. Es handelt sich nicht um 3 Wochen, 6 Monate oder so und dann gibt es ein gewähltes Parlament und das war es dann. Nein, das ist nur der Anfang. Denn die Ursachen der Proteste waren nicht einfach die damals herrschenden Regierungen, also die Regime, sondern soziale und ökonomische Probleme. Das zentrale Problem war die Arbeitslosigkeit. Diese Region leidet seit Jahrzehnten unter Rekordarbeitslosigkeit. Es trifft vor allem die Jugend. Revolutionäre Bewegungen sind immer jung. Es waren daher vor allem die jungen Leute, die die Aufstände getragen haben. Diese Bewegungen verbreiteten sich von Tunesien über die ganze arabisch sprechende Region und auch darüber hinaus. Hier im Haus der Kulturen der Welt findet zum Beispiel eine Ausstellung über den sogenannten senegalesischen Frühling statt. Die Ziele, die erreicht wurden, sind von Land zu Land verschieden und wie gesagt, immer noch in einem Prozess begriffen. To discuss the Senegalese spring, as it has been called. So now, what it has achieved is quite uneven, quite different from one country to another. But again, it's just a process. What you got in Tunisia is a regime change. But which did not change the social structure. In Tunesien gab es einen Regimewechsel, aber die soziale Struktur, die Sozial- und Wirtschaftspolitik wurde nicht angetastet. Es gibt eine Fortsetzung des alten Regimes, jetzt mit den Muslimbrüdern, der NADA, die diese Politik tragen. In Ägypten hat es noch weniger Regimewechsel gegeben. Dort herrscht Kontinuität. Ökonomisch herrscht eine totale Fortsetzung der alten Politik. Die ägyptische Regierung hat gerade ein Übereinkommen mit dem Internationalen Währungsfonds unterzeichnet, das dieselben Strukturanpassungsmaßnahmen enthält, die schon unter Mubarak vorherrschten. Also es werden keine Lösungen für die wirklichen Probleme im Land angegangen. Regime used to abide with. So this is no solution at all to the real problem. In Libya, you had a more radical overthrow of the state of the regime than in Tunisia or in Egypt, because there the armed forces had been restructured by Gaddafi in such a way that they were what we call a Praetorian Guard. In Libyen fand ein radikalerer Sturz des Staates, des Regimes statt als in Tunesien oder Ägypten. Nun, Gaddafi hatte das Militär zu einer Art Leibgarde umgewandelt, die das Regime schützte. Die Revolution konnte also nur gewinnen, wenn sie diese Macht brechen würde. Doch wenn man einen Staat bricht und das in einem Land, das 42 Jahre lang von einem diktatorischen Staat beherrscht wurde und es keine Besatzungsmacht gibt, da die Libyer jede Art von Bodentruppen aus dem Ausland ablehnten, dann entsteht natürlich eine chaotische Situation. Das Wunder ist, dass es dort nicht noch chaotischer geworden ist. Die Libyer schafften es zum ersten Mal in ihrer Geschichte, freie Wahlen abzuhalten. Das ist ein Erfolg, trotz aller Probleme, die sie genannt haben. In Jemen ist die Revolution praktisch zunichte gemacht worden durch einen Kompromiss, der dem Land von den Golfstaaten und den USA diktiert wurde. Dieser Kompromiss löst nicht einmal die elementarsten politischen Probleme und die Misere geht weiter. Beyond that, Yemen, the revolution has been frustrated and kind of aborted by a compromise dictated by Gulf countries and the United States beyond them, which is not any solution to even the most basic political problem. That's why situation is continuing. Bahrain, the movement has been repressed with the intervention of Gulf countries, but the movement is continuing, and there are daily almost big demonstrations in Bahrain. It's far from over. In Bahrain wurde die Bewegung unterdrückt mit Hilfe der Golfstaaten. Aber die Proteste gehen weiter. Es gibt täglich große Demonstrationen. Es ist längst noch nicht vorbei in Bahrain.
Syrien befindet sich mitten in einem Bürgerkrieg. Die Kämpfe dauern an, weil der Aufstand einem mächtigen Militärapparat mit enormen Ressourcen gegenübersteht. Bürgerkriege, das zeigt die jüngste Geschichte, können sehr lange dauern. In Libyen hat die NATO-Intervention diesen Prozess sicherlich verkürzt, auch wenn die NATO versuchte, den Ablauf zu kontrollieren und dabei scheiterte. If it wasn't that long in Libya, that was because you had this NATO intervention, which contributed to shortening it, despite the fact that NATO tried to control the movement and failed ultimately. The process that started, as I said, is continuing. Now in Jordan, now for instance, you have the movement is expanding. What we have seen very recently in Jordan. In Jordanien weitet sich die Revolutionsbewegung aus. Man konnte es jüngst sehen, dass der Aufstand eine neue Stufe erreicht hat. Selbst in Kuwait, in dieser artifiziellen Gesellschaftsform, gab es vor kurzem eine große Mobilisierung. Man kann sicher sein, dass in Tunesien und Ägypten, wo alles seinen Anfang nahm, in Zukunft viele Umbrüche, Wechsel, Massenbewegung, Mobilisierung und Aufstände stattfinden werden. Wie gesagt, es ist erst der Anfang eines revolutionären Prozesses. Niemand kann vorhersagen, wann dieser Prozess abgeschlossen sein wird. Lot of upheavals, changes, turns, mass movements, mobilizations and the rest. Again, this is just a beginning. This is a beginning of an uprising, of a revolutionary process that no one can about which no one can predict the time when it will end. As I keep saying, and as we well known,